Die Geräte gerade gesagt. Also, erstmal hier den ganzen Blütenstaub wegbringen. Dann hallo und herzlich willkommen zur heutigen Yogastunde. Und heute gibt es Katona Yoga, Functional Hatha mit mir. Und dazu möchte ich euch bitten, ich hoffe, ihr habt wenigstens einen Block. Besser wären zwei. Wer möchte nachher noch eine Decke für Shavasana? Bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich heute lande. Es kommt immer ganz drauf an. Wir fangen auch gleich an. An einem Montagmorgen, 10 Uhr, ist noch nicht viel passiert. Ich denke, da können wir uns ruhig und entspannt mal ablegen auf den Rücken in eine Schulterbrücke. Dazu die Füße. Ich sage es immer wieder gerne, ihr könnt gerne abmessen. Wenn ihr das gewohnt seid, dann messt ab, bringt eure Fersen an die Mittelfinger. Und dann nehmt ihr aber die Füße hoch und setzt die eine Fußlänge weiter nach vorne. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt, aber gerne nochmal, wenn ihr die Füße zu nah hier habt und wir kommen nachher hoch in eine modifizierte Schulterbrücke, dann passiert oft das, dass wir uns unsere Knie über das Sprunggelenk schieben. Und damit kreieren wir dann Scherkräfte im Knie. Das Knie kann das sicherlich abhaben, aber auf Dauer und wiederholt wird es sicher ein paar Blessuren davontragen. Deswegen lieber ein bisschen weiter weg. Und ihr nehmt einen Block, die mittlere Breite zwischen die Oberschenkel und presst die Oberschenkel kraftvoll zusammen. Und dann nehmt ihr eure Hände hier, wo der Karpaltunnel bei den meisten ist, also in der Mitte von der Handwurzel, auf eure Hüftknochen, also diese zwei prominenten knöchernen Vorsprünge. Und nehmt diesen Karpaltunnel auf diese Hüftknochen und eure Hände so in Diamantform, sodass die Finger nach unten zeigen zum Schambein. Und hier zieht ihr mal energetisch gesehen natürlich, weil es ist knöchern und es funktioniert ja nicht wirklich so, diese Hüftknochen zueinander und das Schambein zum Bauchnabel oder fast schon bis hoch zur Kehle. Und hiermit holen wir schon die erste Grundspannung und ihr merkt, wenn ihr die Sitzknochen auch zueinander zieht, dass hier diese Gluteusfamilie, also die Po-Muskulatur, besteht aus zwei größeren und einem kleineren, schon anfängt zu feuern. Ja? Und das brauchen wir. Das brauchen wir, um das Becken zu stabilisieren, um unser Tadasana in den Asanas zu finden. So, was ist Tadasana in Asanas? Wenn ihr euren Hinterkopf ablegt, nicht den Nacken, ja, so dass ihr hier dieses Doppelkinn habt, sondern dieser Hinterkopf, wo er so schön eine kleine Kurve macht, bevor es ins Genick übergeht, eure Schulterblätter und das obere Ende eures Kreuzbeins, diese Knochenplatte kurz bevor es in den unteren Rücken reingeht, das obere Ende des Kreuzbeins, dann habt ihr drei Punkte, das nennt sich das Triple S für Schädel, Schulterblatt und Sakralplatte. Das ist das Tadasana, was wir immer suchen. Ob die Beine dabei wirklich gestreckt sind oder leicht gebeugt sind, ist egal. Ist zweitrangig, nicht egal, aber zweitrangig. Wichtig ist, dass ihr das neutrale Becken zur neutralen Wirbelsäule habt. Und das bedeutet immer, es ist wie so ein T-Träger in der Bauwirtschaft, dass die Wirbelsäule ihre normale Kurvenform hat und das Becken nicht gekippt ist, also weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung, sondern wirklich neutral, dass hier noch diese kleine Lordose ist, dass das Genick auch frei ist. Wenn ihr das also habt und dieser Diamant aktiviert ist und der Container, der euer Torso ist, versiegelt ist, dass er keine Energie mehr abgeben kann, dann hebt das Becken um 5 cm nach oben in so eine modifizierte, niedrige Schulterbrücke. Die Oberschenkel pressen zusammen und ihr schiebt mit den Händen, ihr drückt mit den Händen richtig auf diese Hüftknochen drauf, sodass die Po-Muskulatur, ihr könnt euch gerne auch selber mal hier anfassen, wenn es hier so rumlommelt, ja, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da kein Schutz ist für den unteren Rücken. Deswegen spannt eure Po-Muskulatur an, schiebt gegen die Hüftknochen und fangt langsam an zu pulsieren. Das sind ganz, ganz kleine Mini-Bewegungen, vielleicht so 2-3 Zentimeter, muss nicht viel sein. Die Fersen ziehen zum Po und hier kleine pulsierende Bewegungen. Und ganz entspannt atmen. Ihr haltet immer noch diesen Diamanten. Ihr atmet also eher hier in diese, das nennt sich Retention. Ja, es ist eine Atempause. Im Yoga nennt man das auch Kumbhaka. Das ist Sanskrit, heißt nichts anderes als Atempause. Aber hier haltet ihr das. Und dann streckt ihr die Arme nach oben mit den Handflächen nach oben. Die Fingerspitzen zeigen nach hinten. Und dann greift ihr mit der rechten Hand die linken Finger.
und zieht sie sanft nach unten. Muss nicht sehr aggressiv sein, ja? Also nicht, dass ihr die Finger hier abknickt, sondern wirklich nur ganz leicht, dass ihr hier schon einen ersten Stretch oder eine erste Öffnung im Handgelenk und im Unterarm findet. Wenn ich bei euch wäre, würde ich euch das hier so ein bisschen ausstreichen. Aber da ich hier ganz alleine bin, sniff, wie wir alle, müsst ihr euch das einfach vorstellen. Und dann wechselt die Seite. Und ich hoffe, ihr, eure Po-Muskulatur arbeitet noch und feuert und ihr dürftet jetzt schon was merken. Und auch im Handgelenk natürlich und im Unterarm. Wenn ihr das, wenn ihr krampft in der Beinrückseite, dann ist es so, dass die Beinrückseite die Arbeit übernimmt, die eigentlich der Po machen sollte. Check nochmal bei dir selber ein, ob der Po auch wirklich aktiv ist und arbeitet. Und dann bleib hier, komm nach unten. Und zwar kontrolliert, sodass du wieder dieses Triple S findest. Leg den Block zur Seite. Und kannst gerne mal ein Bein ausstrecken und das andere. Lass die Füße wieder ein bisschen weiter weg. Aktiviere wieder deinen Container, deinen Diamanten. Und heb dich noch einmal an. In diese niedrige Schulterbrücke, diesmal ohne den Block. Dann lauf mit deinem linken Fuß in die Mitte der Matte, ja? Und heb das rechte Bein an, sodass das rechte Knie über dem Hüftgelenk ist. Und wenn du möchtest, kannst du gerne das Bein ausstrecken für einen kleinen Moment. Nimm die Arme nach oben und hinten. Wenn du nicht ganz nach unten kommst und du dazu neigst, hier dann einzufallen, bring sie zur Seite oder sogar wieder nach unten. Und dann winkel dieses rechte Bein an, bring die Ferse auf den linken Oberschenkel und dann fang an, hier kleine pulsierende Bewegungen. Ja, egal wo deine Arme sind, hier, hier oder hier, es ist für jeden was dabei, aber lass diesen linken Po, jetzt ist die linke Po-Hälfte, die hier das untere, das Becken stabil hält und die Arbeit erledigt. Ja, drück den Großzehbein des linken Zehs fest in die Matte und dann streck das Bein nach oben aus und dann setz es ab. Lauf jetzt den rechten Fuß in die Matte, der linke Fuß muss aus dem Weg gehen und winkel dieses linke Bein an, sodass das Knie über dem Hüftgelenk ist. Die Hüftknochen ziehen wieder zueinander, der rechte Po arbeitet, gerne auch wieder das Bein einmal ausstrecken und bring dann die linke Ferse auf den rechten Oberschenkel. Der Fuß ist ganz aktiv und egal wo deine Hände sind, auch hier kleine pulsierende Bewegungen. Lass die Arbeit hier aus dem rechten Po kommen, du kannst dich selber gerne mal so ein bisschen reinpieksen, ob da was passiert. Manchmal schläft unsere Po-Muskulatur und das ist dann der Moment, wo es uns ganz oft in den unteren Rücken reinfährt. Und von hier aus streckt dieses Bein auf und setzt es ab und kontrolliert. Behalte dieses Triple S, leg dich hier wieder ab, bring die Füße mattenweit auseinander und dann lass die Knie kontrolliert und aktiv nach rechts sinken. Die Fußkanten, also rechter Fuß Außenkante, linke Fuß Innenkante, pressen in die Matte. Und dann leg deine rechte Handfläche auf den Boden. Und als ob du den Boden zu dir ziehen wolltest. Ja, richtig diese Aktion energetisch, sodass der Schulterblatt sich hinten hinter den Brustkorb schmiegt. Bring diese linke Hand wieder hier auf deinen linken Hüftknochen und schieb mit dem linken Po, mit der linken Po-Hälfte gegen diese Hand, sodass du richtig hier diesen Hüftöffner mitbekommst. Ob die linke Schulter auf den Boden kommt, ist auch hier erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass das Becken hier stabil bleibt und dass der Hüftöffner hier aus der linken Po-Muskulatur kommt. Und dann wechsel die Seite, komm zur Mitte. Lass die Knie kontrolliert nach links sinken, presst die Fußkanten, rechts Innenkante, links Außenkante. Bring die linke Hand mit der Handfläche auf den Boden und zieh auch hier energetisch den Boden zu dir, sodass sich jetzt das linke Schulterblatt hinter den Brustkorb schmiegt. Nimm die rechte Hand auf deinen Hüftknochen und schieb mit dem rechten Po. Gerne auch mal wieder selber hier gucken. Dieser rechte Po-Muskel schiebt von hinten an diesen Hüftknochen gegen deine Hand. Ja. Und hier, du dürftest das hier in der Leiste merken. Und das ist ein gutes Merken, sage ich jetzt mal. Okay, wir machen eine zweite Runde für den Torso. Und dazu, und es wird euch gefallen, dürft ihr euch in diese Beach-Pose, jetzt muss ich bloß meine Haare wieder festmachen, Baggersee oder Beach, bring deine Schultern
bring deine Ellenbogen unter deine Schultern, bring deine Hände an deinen Brustkorb und schau auch auf deinen Brustkorb, sodass du wirklich eine visuelle Verbindung herstellen kannst zu der tiefen Bauchmuskulatur. Und dann bring ein Bein nach oben, bring das andere Bein nach oben und halt hier fest. Es ist so eine Art Boot, ein modifiziertes Boot. Wer einen Schritt weiter gehen möchte, kann gerne auch die Arme nach unten bringen. Ja, hier ist immer ein bisschen mehr Kontrolle, dass dieser Diamant funktioniert. Und dann senkt das rechte Bein so weit ab, wie du die Stabilität im unteren Rücken noch aufrechterhalten kannst und komm hier zurück. Und dann mach das Gleiche mit links. Je tiefer du gehst, desto mehr Kontrolle brauchst du hier. Schieb mit den Händen den Brustkorb zusammen. Noch einmal. Und jetzt kommt dieses Scissoring. Ja, jetzt machen wir das gleichzeitig. Hier. Die Schultern ganz weit weg voneinander. Das bleibt alles offen. Und du machst hier nur so eine kleine... Ja, der Strand kommt, Leute. Ja, er kommt. Oh, auch wenn wir 2 Meter Abstand halten müssen. Und dann kommt zur Mitte zurück. Bring beide Füße nach unten. Und ihr habt es geschafft. Dann komm in deinen Vierfüßler. Und ich messe immer gern ab. Das Maß für mich ist immer verlässlicher als das Gefühl, dass ich auch wirklich im Rechteck bin. Dreh deine Hände nach innen, lass die Fingerspitzen sich berühren und dreh auf dem Daumenballen, ja, also hier an der Innenseite von deiner Hand nach vorne. Das ist wie ein Scharnier. Und ein Scharnier ist immer dazu da, dass ich was bewegen kann. Und deine Handgelenksfalte ist parallel zur Mattenkante. Ihr steht ja vorne am vorderen Ende. Und manche haben jetzt hier das Auge des Ellenbogens über den Mittelfinger gezeigt oder manche stehen auch hier. Schau, dass das Auge des Ellenbogens über den Daumen zeigt. Damit hast du gerade Arme, aber eine kleine Mini-Beuge. Auch die Knie sind unter den Hüftgelenken. Leg deine Füße ab, finde den kleinen Zeh und dann atme mal ein in die Kuh. Auch hier, der Diamant ist aktiv, der schützt deinen unteren Rücken. Du ziehst die Hände aktiv nach hinten und dann atme aus in die Katze. Und wenn du in der Katze bist, schick mal deinen Atem in den unteren Rücken hinein. Nicht nur hier zwischen die Schulterblätter, sondern wirklich hier hinten. Der Brustkorb schiebt von innen an den unteren Rücken ran. Und dann atme nochmal ein in die Katze und dann aus in die Kuh. Nochmal ein in die Katze. Und aus in die Kuh. Dann komm in eine neutrale Position, leg deine Unterarme ab. Du kannst die Hände gerne greifen oder auseinanderlassen. Wenn du die Hände gegriffen hast, bring die Handballen zusammen und presst dein Handgelenk in die Matte und komm in diese kurze Erdöffnung. Die Füße und der Hüfte lassen mich auseinander. Beug die Beine, komm auf die Zehenspitzen und schieb in deine Handgelenke. Wenn du jetzt merkst, dass du hier... So wohlfühlst, also die Ellenbogen, also die Achseln hier so richtig ausgehen. Füll wieder diesen Diamanten, bring den Brustkorb nach hinten, komm auf die Zehenspitzen, beug die Beine und bring den Oberschenkel in den Oberkörper. Und dann hebt das linke Bein hüfthoch an. Nicht so hoch, lass das Becken geschlossen, die Ferse schiebt nach hinten. Und dann lehnt ihr dieses linke Bein an und dann hier kleine pulsierende Bewegung. Ja. Alles andere bleibt stabil. Stein im Sinne von stark und du schiebst dich aus deinen Schultern raus. Die Schulter wird hier nach außen oben. Und du merkst, dass das Bein hier so schüttelt. Ja, das ist wieder die Hüfte und die Beinrückseite, die hier was macht. Wie die Arbeit des Pols, der Polmuskulatur übernimmt. Und dann setzt das linke Bein ab. Steiner, durchhalte von unten. Schieb dich raus und heb das rechte Bein ein paar Minuten zur Matte an. Wirke es an. Und dann aus der Po-Muskulatur, der Gluteus Maximus ist jetzt hier, der arbeitet. Ja, das ist eine ganz kleine Bewegung, es muss nichts Großes sein. Kleine Bewegungen sind oft in großen Bewegungen belohnt. Und dann komm nach unten, komm noch einmal auf die Knie. Gerne mit den Knien weiter nach außen und leg dich einmal zurück ins Baby mit der Handkante auf der Matte. Vielleicht kannst du deine Stirn ablegen, das ist okay. Kannst du machen, aber lass die Arme stabil. Wenn nicht, kannst du die Hände hier auch nehmen und die Stirn hier so auflegen. Oh, dann atmen wir ganz entspannt ein und wieder aus. Und vielleicht beim Ausatmen mal den Mund öffnen. Wieder ausatmen. Nochmal einatmen. Und mit geöffnetem Mund wieder ausatmen. Dann streck die Arme nach vorne aus. Und komm über den Vierfüßler in die Planke.
die Füße hüftgelenksweit auseinander, die Hände schulterweit auseinander, gerne wieder abmessen. Auch hier das Schambein zieht zum Bauchnabel und dann schieb dich von hier aus in den herabschauenden Hund. Und dann geh mit deinem herabschauenden Hund spazieren. Lass das Becken so ein bisschen nach rechts und links fallen. Und dann mach den Hund ein kleines bisschen kürzer. Beug die Beine, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du läufst nach vorne an den Anfang der Matte oder du machst so einen kleinen Hopser und landest sanft im geraden Rücken. Beug die Beine dabei so sehr, wie du brauchst, um dieses Triple S wieder zu finden zwischen der Sakralplatte, den Schulterblättern und dem Hinterkopf. Oh, und dann komm auf die Fingerspitzen, lass den Nacken lang, schieb den Kopf nach hinten, nicht den Kopf, das Kinn nach oben, sondern wirklich den gesamten Kopf nach hinten. Oh, und dann beug die Beine tiefer, setz dich hinten in den Po hinein und streck die Arme weit nach vorne aus. Wenn du zwei Blöcke hast, nimm die zwei Blöcke und stell sie weit vor dir auf. Ich komme ein bisschen nach hinten, dass ihr mich besser seht hier. Stell sie weit vor dir auf. Ihr seht, die Knie bleiben über dem Sprunggelenk. Ich finde mein Triple S und dann mache ich mich hier ganz lang. Und dann lauf mit den Blöcken nach rechts auf 2 Uhr. Also es ist nicht so, dass ihr hier hin wollt, ja? Sondern wirklich nur nach 2 Uhr. Wenn eine analoge Uhr hat, ist ja klar im Vorteil. Und 2 Uhr ist der Westen. 2 Uhr ist die rechte Seite, die männliche Seite, die solare Seite, die Seite, in der wir die Dinge in die Hand nehmen, mit der unsere Welt uns so aufwartet. Und dann kommt zurück nach 12 Uhr. Die Hände bleiben schulterweit auseinander, du setzt dich tief, der Po ist sehr am Feuern und dann dreh dich nach links auf 10 Uhr. Die weibliche Seite, die lunare Seite, die Seite, in der wir uns um die Angelegenheiten unseres Herzens kümmern. Das Becken bleibt hier neutral auf 3 und 9 Uhr. Wir gehen hier nicht weiter und verdrehen uns, sondern wir bleiben hier ganz lang. Es ist ein Stretch hier in der rechten Körperseite. Und dann komm zurück nach 12 Uhr. Mach dich hier noch einmal ganz lang. Atme tief ein. Leg die Blöcke zur Seite. Mach zwei Fäuste und bring deinen Oberkörper parallel zur Matte. Setz dich noch einmal tief und richte den Oberkörper auf und komm zum Stehen zu Tadasana. Auch hier wieder Triple S, die Sakralplatte, ich komme ein bisschen runter, die Sakralplatte, die Schulterblattspitzen zur Wirbelsäule, der Hinterkopf und dann atme ein. Bring deine Hände an deine Leiste, schieb dein Gesäß nach hinten, setz deine Hände unter den Schultern schulterweit auf. Und dann lauf mit rechts zurück in den Ausfallschritt. Dein linkes Knie ist in der linken Achsel. Leg das rechte Knie ab, finde deinen Fußrücken und dann richte dich hier auf. Bring deine linke Hand an deinen rechten Po. Und auch hier, wie vorhin auch, der rechte Po-Muskel ist aktiv und schiebt den von hinten an den Hüftknochen. Mach eine Faust und zieh dich nach links. Mach dich hier lang. Ihr seid dann hier. Und ihr zieht euch hier nach links, der rechte Po-Muskel schiebt nach vorne. Oh, und dann kommt zurück, bring beide Hände auf die Matte, streckt das hintere Bein, komm in die Planke, ohne die Schultern zu bewegen, leg die Knie ab. Und wenn ihr jetzt nach unten kommt, in die Cobra, finde hier den Diamanten und leg dich hier ab, lass die Schulterköpfe dabei oberhalb der Ellenbogen. Nacken ist lang, finde deine kleinen Zehen, drück die Hände nach hinten. Deine erste Cobra. Auch hier ist es zweitrangig, wie hoch ihr kommt. Wichtig ist, dass das Schambein zum Bauchnabel kommt und der Diamant, die Po-Muskulatur hier arbeitet. Dann stell die Füße auf, heb den Bauchnabel zuerst an. Komm über die Knie in die Planke und schieb dich zurück in diese Modifikation vom herabschauenden Hund. Setz den rechten Fuß, ohne die Hände zu heben, nach vorne. Zieh mit dem Knie in deine Achsel. Die passen übrigens sehr gut zusammen. Leg das linke Knie ab und finde den Fußrücken, den kleinen Zeh. Richte dich auf. Auch hier, jetzt schiebt der linke Po von hinten an den Hüftknochen. Rechte Hand übrigens am linken Po. Diamant hält, mach eine Faust und lehn dich nach rechts. Ihr dürft das jetzt vom Oberschenkel, von der Mitte des Oberschenkels bis unter die Achsel, bis in den Arm hinein merken. Und dann komm zurück, bring beide Hände auf die Matte. Setz den hinteren Fuß nach vorne in den hüftgelenksweiten Abstand. Nimm zwei Fäuste zwischen deine Füße, mess ab. Verlass dich auf das Maß. Gefühle sind super und wunderbar und ich bin froh, dass wir in der Lage sind, Gefühle zu entwickeln.
Aber verlass dich auf das Maß, wenn du von Stuttgart nach Berlin fahren willst. Verlass dich auf dein GPS, verlass dich nicht auf dein Gefühl. Es könnte sein, du landest in Genua, was auch schön ist. Deine Knie zeigen über die Stelle vom zweiten und dritten Zeh. Deine Hände schulterweit auseinander. Zieh dich lang, dieses Cobra-Gefühl, dass der Brustkorb, der Solarplexus durch diesen Rahmen, durch diese vier Punkte, was Handgelenk, Handgelenk, Schulter, Schulter es sich hindurchzieht. Und dann greif deine Ellenbogen, bring die Unterarme über deinen Kopf und dann schieb dich wieder über den Blitz nach oben. Streck die Arme aus und lass die Arme mal gesinkt. Ich komme auf die Knie, mal auf Facebook sieht man es jetzt gerade nicht so. Ihr steht in Tadasana. Und dann lass die Arme hängen und dann kreise mit den Schultern. Kreise mit den Schultern. Und von hier aus heb die Arme wieder an. Es ist nicht wichtig, ob die Arme wirklich über dem Kopf sind, ja, sondern wichtig ist hier, erst das Wichtigste sollte sein, neutrales Becken, neutrale Wirbelsäule. Bring deine Finger wieder an deine Leiste, schieb das Gesäß nach hinten, beug die Beine so sehr, wie du es brauchst und setz die Hände wieder schulterweit auf. Lauf mit links zurück in den Ausfallschritt. Das Knie, das rechte Knie ist in der Achsel. Leg das linke Knie ab, aber nicht den Fußrücken. Aktivier deinen linken Po. Und heb dich an. Mach dich ganz lang. Auch hier das Schambein zieht zum Bauchnabel. Dieses Mal nimm deine Hände hinter den Rücken, verklingt die Finger, lass die Arme dabei gebeugt. Die Schultern gehen weit voneinander weg. Behalte diesen Container und zieh dich hier auf. Eine schöne Öffnung der Brustmuskulatur. Und hier atme ein. Bring beide Hände wieder zurück. Streck das hintere Bein und ohne die Schultern zu bewegen, komm zurück in deine Planke. Leg die Knie ab und wenn du jetzt in deine Cobra kommst, lass die Schulterköpfe oberhalb der Ellenbogen. Wenn der Diamant arbeitet und die Po-Muskulatur angespannt ist, sollte das kein Problem sein. Und dann zieh die Hände nach hinten, Nacken ist lang, stell die Füße auf. Bauchnabel hebt sich als erstes an, du kommst nach oben in die Planke, in den herabschauenden Hund. Und dann bring den linken Fuß nach vorne, ohne die Hand zu heben. Leg das rechte Knie ab, aber nicht den Fußrücken. Lass den Fuß aufgestellt und dann heb dich hier wieder an. Rechte Po schiebt wieder und bring deine Hände hinter deinen Rücken. Verkling die Hände diesmal vielleicht in die andere Richtung, wie du es gewohnt bist. Lass die Arme gebeugt, der Container ist versiegelt, das Schambein zieht zum Bauchnabel, die Hüftknochen zueinander und du bringst die Faust weg von deinem Kreuzbein. Die Arme bleiben dabei gebeugt, der Kopf ist nach hinten. Dann heb die Arme nach oben an, bring beide Hände zurück auf den Boden, streck das hintere Bein und zieh den rechten Fuß nach vorne, wieder in den hüftgelenksweiten Abstand, wieder die zwei Fäuste nehmen. Und dann greif deine Ellenbogen auch wieder in die andere Richtung. Bring deine Unterarme über den Kopf. Und dann richte dich auf. Mach dich hier ganz lang. Streck die Arme. Check wieder ein, dass dein Container wieder versiegelt ist. Bring deine Hände wieder an deine Hüften, an deine Leiste. Schieb das Gesäß nach hinten. Setz beide Hände auf. Und jetzt, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du hoppst nach hinten oder du läufst mit rechts nach hinten in die Planke. Wenn du hoppst, bleib in der Planke, ohne die Schultern zu bewegen. Oh, und dann leg die Knie ab, noch einmal die Cobra. Auch hier, drück die Hände nach hinten, der Nacken ist lang. Stell die Füße auf, Bauchnabel hebt sich als erstes. Komm über die Knie in die Planke, in den herabschauenden Hund. Oh, ohne die Hände zu heben. Du kannst den rechten Fuß ein kleines bisschen reinstellen. Heb das linke Bein hüfthoch an. Muss nicht sehr hoch sein. Lass das Becken dabei geschlossen. Du hast jetzt auch hier zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt den linken Fuß einfach nach vorne. Wir kommen nochmal in diese kniende Position. Oder wenn du mehr möchtest, kannst du hier auch einen kleinen Hopser dazu setzen. Ja, hier. Dabei ist der rechte Oberschenkel am Brustkorb. Oder aber du machst diesen Hopser und läufst dann nach vorne. Ja? Oder du setzt einen Hopser an, wechselst in der Luft und setzt das rechte Bein hinten ab. Diese drei Möglichkeiten. Such dir deins aus. Dann leg das rechte Knie ab, aber nicht den Fußrücken. Und dann richte dich hier auf.
Bring die Hände vor dein Herz in Anjali Mudra. Auch hier der rechte Po schiebt, ich komme auf die andere Seite. Das linke Bein ist vorne. Das rechte Knie ist unten der Fußballen. Bring die Hände vor dein Herz und dann behalte diese Stabilität und dann werde lang und rotiere nach links. Das sind nur 10 Zentimeter maximal. Es ist nicht das, dass der Arm hier was tut, sondern die Bewegung kommt wirklich hier aus dem Brustkorb heraus. Mach das hier noch zweimal und ich gehe wieder auf die andere Seite, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe hier einen Zettel, wo ich hier ein bisschen was immer abspittel. Dreh dich nach links. Jetzt bring den rechten Ellenbogen auf die Mitte deines linken Oberschenkels und streck das hintere Bein. Das ist alles. Ja. Ihr bleibt hier in diesem Prayer's Twist, in diesem High Lunge. Die Füße sind wie auf zwei Schienen. Und dann lehn dich in dieses rechte Schulterblatt hinein. Wenn du merkst, dass du hier den Ellenbogen an die Außenseite bringst, dann siehst du, dass du hier richtig rund wirst, sondern lehn dich weg von diesem vorderen Bein. Ja. Achtung, jetzt kommt eine super Transition. Ich finde sie super. Bring beide Hände nach unten auf die Matte, schulterweit, und komm in die einbeinige Planke. Hier. Oh, und pausiere hier, um ein bisschen Kraft aufzubauen. Dann leg dein linkes Knie unter dem Hüftgelenk ab, finde deinen Fußballen. Mir ist immer ein bisschen angenehmer, wenn ich es ein bisschen ausdrehen kann. Und dann komm in die modifizierte seitliche Planke. Streck das rechte Bein, heb den rechten Arm nach oben. Und hier, der Reißverschluss ist zu. Und schau nach unten zu deiner Hand. Bring die rechte Hand nach unten, schließ das Becken, einbeinige Planke. Und dann bring das Knie wieder unter dein Hüftgelenk. Komm nochmal in die modifizierte seitliche Planke. Und auch hier nochmal einbeinige Planke. Diamant arbeitet ein letztes Mal modifizierte seitliche Planke. Und dann ein letztes Mal auf der Seite. Dreibeinige Planke. Du kannst jederzeit beide Füße runternehmen, die Knie ablegen und dich komplett ablegen. Lass die Schulterköpfe dabei oberhalb der Ellenbogen. Nacken ist lang. Streck die Arme nach hinten aus. Heb die Beine an und der Oberkörper wird ganz lang zu Shalabhasana. Auch hier, es ist nicht wichtig, wie hoch ihr kommt. Es ist wichtig, dass der Po arbeitet. Ihr könnt gerne die Hände hinten auf den Po legen und auch wieder nach unten schieben. Und dieser Herzöffner, ja, dass der Solarplexus wieder wie in der Cobra nach vorne kommt. Setz beide Hände unten auf, stell deine Fußballen auf, heb den Bauchnabel und über die Planke. Herabschauender Hund. Egal, was du vorhin gewählt hast, um in dieses Bein nach vorne zu bringen, setz den Fuß ein kleines bisschen nach innen. Entweder lauf mit dem rechten Fuß ganz entspannt nach vorne. Das ist eine Möglichkeit. Oder aber du fügst einen kleinen Hopser hinzu und es ist das Standbein, das linke Bein jetzt, das dich nach oben pusht. Ja? Das muss nicht viel sein, nur gerade so viel, dass du ein bisschen Gewicht auf deinen Händen spürst. Vielleicht möchtest du aber auch ein bisschen weiter in der Luft das rechte Bein absetzen, das linke Bein, den linken Fuß nach hinten und dann das linke Knie absetzen. Ja. Und dann richte dich auf. Lass auch hier den linken Po wieder, den Hüftknochen nach vorne schieben. Bring die Hände vor dein Herz in Anjali Mudra. Das ist jetzt fast schon was zum Ausruhen, nicht? Und dann auch hier, werde erst lang, ja, Schambein zum Bauchnabel und dann rotiere um deine Achse, um die Plumbline, die zentrale Achse in deinem Körper, wo sich alles drumherum bewegt. Ja. Und wir holen die Drehung nicht raus aus dem unteren Rücken, der kann das nur zu 5% oder so. Wo wir eine Drehung rausholen, einen Twist, ist die Brustwirbelsäule, der Hals kann sowieso. Und dann bleib rechts. Bring den linken Ellenbogen auf die Mitte deines rechten Oberschenkels. Nicht an die Außenseite, sondern wirklich auf die Mitte. Press die Hände zusammen, streck das hintere Bein. Und dann lehn dich weg von diesem vorderen Bein. Der rechte Po arbeitet sehr wahrscheinlich, aber auch der linke. Check, überprüf dich selbst. Piekst dich so ein bisschen selber rein in diese linke Po-Hälfte, ob die aktiv ist. Die wird ganz oft vergessen. Und dann lehn dich hier rein. Werde lang, ohne nach hinten zu fallen. Und dann bring beide Hände auf die Matte. Einbeinige Planke mit rechts. Hier.
Auch hier das Schambein zum Bauchnabel, dann legt das rechte Knie unter dem Hüftgelenk ab, modifizierte seitliche Planke. Auch hier das Schambein zum Bauchnabel. Ganz oft passiert, dass wir uns hier so reinlehnen. Der Arm bleibt stark, du schiebst dich hier raus und dann kommt zurück in die einbeinige Planke. Pause für ein bisschen Stärke, für ein bisschen Kraft und dann wieder in die seitliche Planke. Du kannst auch hier immer gerne eine Faust machen. Eine Faust ist immer ein bisschen mehr Testosteron, ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Risikofreude. Noch einmal einbeinige Planke. Stark. Und dann gerne wieder beide Füße ablegen, beide Knie ablegen und leg dich ab zu Shalabhasana. Dieses Mal legst du die Stirn ab, lässt deine Sprunggelenke auf der Matte und bringst deine Arme in Kaktusform. Und dann hebst du die Arme hier an. Und dann kleine pulsierende Bewegung. Dein Bauchnabel schiebt nach innen oben zur Wirbelsäule. Schambein zum Bauchnabel und die Schulterblattspitzen zur Wirbelsäule. Schulterblattspitzen ist das untere Ende deiner Schulterblätter. Hier. Ah. Und dann setzt beide Hände rechts und links neben deinem Brustkorb auf. Nacken lang, hebt den Kopf ganz leicht an. Und dann über die Knie Planke in den herabschauenden Hund. Du kannst hier im herabschauenden Hund bleiben oder wieder die Knie ablegen und ins Baby kommen. Diesmal drehst du die Handflächen nach oben, sodass die Unterarme sich lösen und der Kopf kann oder kann auch nicht auf die Matte kommen. Ja? Hier in dieser Variante habe ich es tatsächlich lieber, wenn er weg ist von der Matte. Die Knie können leicht geöffnet sein. Und du presst mit den Handrücken in die Matte. Und dann dreh die Handflächen nach unten. Und komm über den Vierfüßler in die Planke, zurück in den herabschauenden Hund. Und hier organisier dich. Finde deine Ecken, finde deine Kanten, finde dein Handgelenk. Dein Ellenbogen, Ellenbogen, Schulter, Schulter. Von hier aus Schulter, Schulter, Hüftgelenk, Hüftgelenk. Von den Hüftgelenken zu den Knien, zu den Sprunggelenken. Und schieb dich raus aus den Schultern, aus den Achseln und heb die Achseln. Vor allen Dingen, wenn du dazu neigst, hier tief reinzugehen, ja, heb die Achseln wieder etwas an. Und bring deine Oberschenkel mehr zu deinem Oberkörper. Das kann auch gerne hier sein. Aber lass deine Hüftgelenke den höchsten Punkt in deinem Körper sein. Und von hier aus lauf zurück zu deinen Füßen. Hüftgelenksweiter Abstand, gerader Rücken und dann lauf wieder nach vorne in die Planke. Und in der Planke ganz leicht mit dem Becken so nach rechts und links wedeln. Wedeln, ja, wedeln, wie beim Skifahren. Und dann komm zurück in den herabschauenden Hund und lauf wieder nach hinten zu deinen Füßen. Lass die Hände dabei auf dem Boden, beug die Beine so sehr, wie du es brauchst, um die Hände auf den Boden zu bekommen. Wer ganz große Probleme hat, ja, weil, ich will nicht sagen Problem, Herausforderung, weil die Beinrückseite einfach zu kurz ist. Ihr könnt auch jederzeit immer hier auf den Blöcken sein. Ich vergesse das immer zu sagen, aber ihr könnt jederzeit hier die Blöcke benutzen, um hier in dieser Vorwärtsbeuge, um eure Beinrückseite zu fordern und herauszufordern, ja. Das ist immer besser als sowas. Hier, wenn ihr hier steht, ist es eine ungünstige Faltung, eine ungünstige Flex hier im Hüftgelenk und ihr arbeitet hier komplett im oberen Rücken. Dann nehmt lieber die Blöcke. Und Blöcke sind unsere Freunde. Und dann lauf wieder nach vorne in die Planke. Und von hier aus habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lauft ganz entspannt nach vorne in den hüftgelenksweiten Abstand. Oder ihr kommt in den herabschauenden Hund, macht den Hund wieder etwas kürzer, beugt die Beine und wie so ein Frosch auf Absprung springt ihr lautlos nach vorne an den Anfang der Matte. Verklingt deine Finger hinter deinem Kopf, bring die Ellenbogen an die Schläfe, setz dich tief, lass die Knie hinter dem Sprunggelenk oder am Sprunggelenk und press den Großzehballen in die Matte, bring die Ellenbogen vor die Stirn und dann ziehe dich hier nach oben. Streck die Arme nach oben und dieses Mal
bringst du, ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten, dass mich alle sehen, bringst du deine Finger auf deine Schultern und kreist hier zuerst in die eine Richtung. Ich nenne das den Ventilator. Ja, und dann in die andere Richtung. Wenn ihr sonst nichts macht, wenn ihr mal einen langen Tag habt oder viel reisen müsst oder so, das ist, bewirkt Wunder für euren oberen Rücken, gerade wenn man viel so sitzen muss am Computer. Okay, kommen wir am Anfang der Matte. Füße hüftgelenksweit auseinander, also zwei Faustweit. Und wenn man steht, kann man das anders messen. Ihr könnt den Fuß mal einmal nach innen drehen, bis der große Zeh die Innenseite der gegenüberliegenden Ferse findet und dann auf der Mitte der Ferse einfach nach vorne drehen und ihr habt wieder eure zwei Faustweit. Und atme ein und mit der Ausatmung in den geraden Rücken. Zwei Möglichkeiten, lauf zurück mit links in die Planke oder spring in die Planke. Und entweder Knie ablegen, Cobra, oder ihr geht ein Drittel des Weges nach unten, flippt beide Füße, eins nach dem anderen und kommt in den heraufschauenden Hund. Der Po ist hier sehr aktiv, auch hier die Hände ziehen nach hinten, der Nacken ist lang und dann kommt zurück in den herabschauenden Hund. Tief einatmen und ausatmen. Ihr könnt gerne zwei Blöcke nehmen oder kommt alle auf die Fingerspitzen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und dann setzt den linken Fuß an die Innenseite deiner linken Hand. Ziehe mit dem Knie wieder in deine Achsel. Damit geht ihr allem aus dem Weg, was da vielleicht im Weg ist. Und dann leg dieses linke Knie ab, diesmal weiter hinten, als du es vorhin gemacht hast. Finde hinten dein Sprunggelenk und dann schieb dich zurück zu Adha Hanumanasana. Das ist der halbe Spagat. Das vordere Bein ist gebeugt, das Knie bleibt in der Leiste. Greif dir einen Block. Wenn du keinen Block hast, sage ich gleich an, dann geh nicht weiter als das Knie über das Sprunggelenk. Nimm diesen Block an die Mitte von deinem hinteren Oberschenkel und beweg dich nach vorne, hier, bis der Block sich verkantet. Und ihr seht, mein vorderes Knie bleibt über dem Sprunggelenk, geht da nicht weiter davor. Wenn der Fuß zu weit hinten ist, bring ihn weiter nach vorne. Press mit deinem rechten Oberschenkel drauf, der rechte Po, das haben wir die ganze Zeit gemacht, der rechte Po schiebt diesen Hüftknochen wieder nach unten. Bring dein linkes Knie in die Achsel und wickel dein und greif dein Handgelenk. Ich habe es vorhin schon gesagt, mehr Testosteron, mehr Mut zum Risiko. Und das brauchen wir, wenn wir jetzt in dieses Anjanayasana-Variante kommen. Auch hier der rechte Po schiebt wieder nach vorne. Das Schambein zum Bauchnabel und der Nacken lang. Und, der vordere Fuß zieht nach hinten. Das hintere Sprunggelenk ist auf der Matte. Sehr gut. Ich bin überzeugt, ihr macht das sehr gut. Und dann komm nach unten. Bring beide Hände an die Innenseite. Leg den Block zur Seite. Deine rechte Hand unter deiner rechten Schulter. Dein linkes Knie bleibt über dem Sprunggelenk. Du kannst den Fuß gerne ein bisschen weiter nach außen laufen, an die linke Seite der Matte. Lehn dich wieder in dein rechtes Schulterblatt hinein und heb den linken Arm nach oben. Wem das sehr unangenehm ist, bring die Hand hinten auf das Kreuzbein. Alles gut. Ah. Und dann lehn dich in dieses Schulterblatt hinein. Lass den Kopf hängen. Ihr braucht nicht nach oben gucken. Jeder, der jetzt nach oben guckt, wird merken, wie anstrengend das für das Genick hier ist, auf der linken Seite. Oh, und dann bring die linke Hand an die Innenseite von deinem linken Fuß. Stell das hintere Bein auf und jetzt Achtung. Wir drehen uns zur langen Mattenkante nach rechts. Füße parallel. Beide Hände bleiben vorne am linken Fuß. Und du beugst dein rechtes Bein. Und das sieht ungefähr so aus. Hier, du beugst das rechte Bein. Was jetzt passieren kann, ist, dass du dein rechtes Knie nach vorne bringst. Schieb es nach hinten. Setz dich in den Po hinein und zieh die rechte Seite wieder komplett lang. Ja? Kann man das verstehen? Ich hoffe. Hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Ich beantworte das dann, wenn ich zu Hause bin und mir die Kommentare durchlese. Und dann zieh dich hier lang. Achtung, wir wechseln die Orientierung auf der Matte. Du gehst an das hintere Ende deiner Matte, stellst den hinteren Fuß auf. Wir kommen in eine Variante vom Parshvatanasana, Runner Stretch. Das ist wie bei Adha Hanumanasana. Du setzt dich nach hinten in den linken Po hinein, flippst deine Hände um 180 Grad, hier, wem das sehr, sehr unangenehm ist, gerne auch nach vorne, ist überhaupt kein Thema. Aber das hier gibt nochmal einen extra Stretch, eine extra Öffnung für das Handgelenk.
Und wer noch mehr möchte, hebt den rechten Fuß nach oben und flext die Zehen, zieht die Fußnägel zum Knie. Und auch hier Triple S. Ihr erinnert euch, der Hinterkopf, die Schulterblätter und das Kreuzbein. Und der vordere Fuß zieht nach hinten. Achtung, jetzt kommt eine Lieblingsasana von mir. Haben wir heute aber schon gemacht. Komm nach vorne, setz die Hände auf und komm in den Delfin. Das rechte Bein geht nach oben. Hier. Ja, dieses hier. Das rechte Bein muss nicht sehr hoch sein. Wer einen Schritt weiter gehen möchte, bringt die linke Hand auf Höhe des rechten Ellenbogens. Und dann beugt dieses linke Bein und bring den Oberschenkel näher zu deinem Oberkörper. Schieb dich weit raus aus dieser rechten Schulter. Ja. Und wer im Funky Dolphin ist, bringt die linke Hand zurück, kommt in den dreibeinigen Hund und setzt dieses rechte Bein ab. Und dann lass den Po, was wir vorhin gemacht haben, dieses Wedeln, ja, noch einmal. Und dann wedel den Po nach rechts, sodass die Knie nach links zeigen und schieb dich mal ganz weit nach hinten, Crouching Tiger. Und dann komm nach vorne in die Planke. Und dann Crouching Tiger mit den Knien nach rechts. Beide Arme stark, ja? Die geben nicht nach, sondern die bleiben stark und schieben dich raus. Komm nochmal nach vorne in die Planke und in den herabschauenden in diesen Crouching Tiger. Nochmal nach vorne in die Planke und in den Crouching Tiger. Wir sind immer noch am Ende der Matte. Komm in die Planke, leg die Knie ab. Und einmal zurück ins Baby, lass jetzt die Fingerspitzen aufgestellt, die Knie gerne etwas weiter. Mach dich hier ganz lang und schieb mal wirklich die Fingerspitzen nach vorne weg, sodass du deinen Atem und deine Aufmerksamkeit wieder in diesen unteren Rücken reinschiebst. Das Baby, die Kleinkindpose, Balasana, ist die primale Kurve der Wirbelsäule, so wie wir uns quasi entwickelt haben. Erst später, mit der Geburt, kommt dann die Lordose dazu, sodass wir aufrecht gehen können. Apropos aufrecht gehen, wir haben noch eine zweite Seite. Bring die Hände auf die Matte, komm über den Vierfüßler in die Planke und von hier aus in den herabschauenden Hund. Du bist mit den Händen am Ende deiner Matte. Ja? Du kannst sie auch querstellen, so wie ich das hier gemacht habe zum Bildschirm. Komm auf die Fingerspitzen. Und setz den rechten Fuß an die Innenseite deiner rechten Hand. Ziel wieder mit dem Knie in deine Achsel. Und leg dieses linke Knie hinten ab. Finde hinten dein Sprunggelenk und den kleinen Zeh. Nimm wieder einen Block. Komm zu Adha Hanumanasana, dieser halbe Spagat. Und auch hier der vordere Fuß zieht nach hinten. Wir wiederholen das nachher nochmal in Runner Stretch. Nimm diesen Block an die Mitte von deinem Oberschenkel. Ja. Und dann beweg dich nach vorne, bis der Block auf der Matte ankommt. Nicht hier anfangen, den Block zu bewegen und dann hier gucken, ob der passt, sondern wirklich hier ansetzen. Und als ob das ein Teil von deinem Körper ist. Und dann nach vorne gehen, bis er sich verkantet. Nimm jetzt die rechte Achsel über das rechte Knie und wickel den linken Arm zu Adlerarm. Oh, habe ich vergessen zu sagen. Wer noch nicht so weit ist, gerne hier die Schulterköpfe greifen. Das ist immer eine ganz fantastische Variante, auf dem Weg dahin. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das heißt, Adlerarme, der erste Schritt kann das hier sein. Und dann heb die Ellenbogen nach oben, press hinten dein Sprunggelenk in die Matte, spann diesen Po an und egal, ob du die Adlerarme hast oder die Schulterköpfe, wachse nach oben, geh nicht nach hinten. Wachse nach oben. Was wir die ganze Zeit gemacht haben, bring diesen Po nach vorne. Und mit der Ausatmung bring beide Hände an die Innenseite, leg den Block zur Seite, stell den hinteren Fuß auf und jetzt kommt wieder diese Skandasana-Variante. Wir drehen uns zur langen Mattenkante. Füße parallel. Jetzt beugt sich das linke Bein. Und hier auch nochmal selber gucken, ob das linke Knie zu weit nach vorne kommt. Schieb es nach hinten und zieh dich hier lang. Ja? Lass beide Hände vorne, die Hände wollen nach rechts, während dein Po, dein ganzer Körper hier nach links will. Schön und lange linke Seite.
und die Flexion hier im linken Oberschenkel und ein schöner Stretch an der Innenseite des rechten Oberschenkels. Und Achtung, wir drehen uns zurück an das vordere Ende der Matte. Zu dieser Parshodanasana-Variante. Stell das hintere Bein auf. Ihr könnt den Schritt gerne kürzer machen. Ja? Und dann wähl die gleiche Variante, die du vorhin gewählt hast. Das linke Knie ist praktisch wieder hier in der linken Achsel. Hier. Die Füße sind wie auf zwei Schienen, wieder hüftgelenksweit auseinander. Wenn du die Hände aufgestellt hattest oder auf Fingerspitzen, dann wähl auch das wieder. Wähl für beide Seiten die gleiche Variante. Und dann zieh den vorderen Fuß nach hinten. Und wenn du vorhin den Fuß gehoben hattest, auch jetzt, flex die Zehen, sodass die Fußnägel Richtung Schienbein kommen. Ja, es hört sich immer ein bisschen komisch an. Aber hier, das ist für die Plantarfaszie. Es gibt auch noch schöne Sachen mit dem Block, wo man sich dann hier so draufstellen kann, die Füße flexen kann, dann wird schön die Plantarfaszie, also die Fußsohle, das Bindegewebe an der Fußsohle, schön gestretcht. Und Achtung, jetzt kommt wieder der Delfin. Ja? Entweder für dich wieder der Delfin oder wieder der Funky Dolphin. Das heißt, der linke Unterarm geht runter. Linkes Bein geht nach oben und die rechte Hand ist auf einer Höhe mit dem linken Ellenbogen. Hier. Und auch hier, du kommst auf die Zehenspitzen. Und es ist nicht so, dass die Schulter, der Oberkörper hier nach vorne geht, sondern der bleibt, wo er ist und bringst den Oberschenkel näher zu deinem Oberkörper. Das Gleiche natürlich hier, wenn du im Delfin bist. Ja? Die Schultern bleiben, wo sie sind und du bringst nur das den Oberschenkel näher zu deinem Oberkörper. Schieb dich raus aus den Schultern. Puh. Ihr habt es gleich. Bring den Fuß nach unten, leg die Knie ab, öffne die Knie und dann leg dich noch einmal zurück ins Baby. Puh. Gerne jetzt mit den Händen nach hinten. Der Haaransatz ist auf der Matte. Und dann schließ deine Augen. Atme durch die Nase ein und mit geöffnetem Mund wieder aus. Nochmal einatmen durch die Nase und wieder aus. Ein letztes Mal einatmen durch die Nase und aus. Du kannst gerne auch den Kopf so ein bisschen nach rechts und links drehen, bevor du die Hände wieder nach vorne nimmst und noch einmal in den herabschauenden Hund kommst. Komm noch einmal an den Anfang der Matte. Du entscheidest, ob du nach vorne läufst. Wenn du nach vorne läufst, nimm den rechten Fuß zuerst. Oder wenn du ob du nach vorne hoppst, dazu nimmst du die Füße ein bisschen rein, beugst die Beine. Und du presst dich weg von der Matte. Du schiebst dich nach hinten. Die Arme sind stark und lang. Und landest sanft vorne am Anfang der Matte. Und dann eine tiefe Vorbeuge. Greif mit den Händen hinter deine Beine. Durch die Beine hindurch das gegenüberliegende Schienbein. Und auch hier, die Knie sind in den Achseln, die Füße hüftgelenksweit auseinander, die Fußaußenkanten parallel, lass den Kopf hängen. Und dann zieh die Hände kraftvoll auseinander. Und Achtung, löse auf. Atme ein in diesen geraden Rücken. Greif mit der linken Hand dein rechtes Knie. Bring deine rechte Hand hinten auf dein Kreuzbein, verlage das Gewicht nach links und dann komm in einen, langsam, in einen stehenden Twist. Die linke Hand ist über dem rechten Knie, dein rechter Fuß ist flex, die linke Hand ist hinten auf dem Kreuzbein und du wirst lang, was wir am Anfang gemacht haben, du wirst lang und drehst dich hier aus dem Brustkorb nach rechts. Wie weit du nach rechts drehst, ist wirklich egal. Und von hier aus ganz kontrolliert, ja, schieb das rechte Bein nach hinten, komm in einen Halbmond, gerne wieder mit dem Block. Ich empfehle einen Block für alle, selbst die, die normalerweise die Hand nach unten bringen. Die rechte Ferse schiebt nach hinten. Du kannst leg deine rechte Hand mal hier an den unteren Bauch, ob der noch was tut, ja, oder ob du das verlierst. Viele gehen hier in den Halbmond hier so rein. Lass das Standbein gebeugt, zieh das Schambein zum Bauchnabel und dann Achtung, schließe dein Becken, bring das rechte Knie hinter dein linkes und leg es an der Außenseite vom linken Knie ab. Ja? Und wir drehen uns nach links und ihr seht mich jetzt von hinten. Wir kommen in den Drehsitz.
Ich komme kurz nach vorne, weil das jetzt wirklich, ist ja blöd, wenn ich mich nicht sehe. Hier, streck das rechte Bein aus und bring deine Hände in Kaktusform. Setz dich vor die Sitzknochen und dann auch hier. Atme aus nach links, atme ein nach rechts, aus nach links, ein nach rechts, aus nach links, rechts, links, rechts, links, rechts. Mach das in deinem Tempo. Ich drehe mich wieder nach hinten, damit ich hier nichts falsch mache. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Bring deine Hände wieder nach vorne auf die Matte und komm zurück in einen Standing L. Ja, Standing L. Das ist so eine Variante von Standing Split, mit Ausnahme, dass das Bein nicht so super hoch ist. Lass es hier in diesem L parallel dein Becken geschlossen. Lass das Standbein gebeugt. Und dann wie in der Cobra, zieh die Hände nach hinten, bevor du... Ah, wer möchte, kann hier, weil wir stehen ja hier immer ein bisschen, wer möchte, kann hier auf die Zehenspitzen kommen, das Gewicht auf die Hände bringen. Die Arme bleiben stark. Wer mehr möchte, kann auch hier einen kleinen Hopser machen. Das muss nicht sehr viel sein, ja? Aber einfach so 2-3 Hopser, einfach um die Hände ein bisschen zu belasten. Und dann setzt diesen rechten Fuß ab. Achtung, gerader Rücken. Bring deine rechte Hand an dein linkes Knie. Deine linke Hand auf dein Kreuzbein. Finde dein Triple S. Und dann richte dich langsam auf zu diesem Standing Twist. Ihr könnt gerne euer T-Shirt richten. Und auch hier, ihr habt hier wieder diesen schönen Winkel. Es ist wieder ein 90-Grad-Winkel. Und die Hand ist auf dem Rücken, werdet lang. Und dann dreh dich aus deiner eigenen Core-Kraft nach links. Ja, nach links. Es ist kein Zug mit den Händen. Und ihr merkt das auch sehr schnell, wenn die Po-Muskulatur nicht mitmacht, wie schnell man dann anfängt zu wackeln. Wir kommen zum Halbmond. Ohne nach unten zu fallen, schieb dieses linke Bein nach hinten. Ich hoffe, dass dein Block näher an dir dran steht als meiner. Nimm wieder diesen Block unter deine rechte Hand, ohne dich zu kraftvoll aufzustützen. Öffne dieses Becken, schieb dich raus aus diesem rechten Bein. Nimm deine linke Hand wieder an den unteren Bauch und schieb mit dem linken Po-Muskel gegen die Hand. Ja. Dein rechter Fuß, das rechte Knie, dreht sich nach 2 Uhr nach außen. Im gleichen Maße, wie du dich hier aufdrehst. Ja. Und hier kannst du dann die Balance behalten. Entweder kannst du den Arm nach oben strecken, dein Blick geht nach unten. Oder die Hand hinten wieder, auf dein Kreuzbein bringen. Es darf ruhig wackeln. Und ich sage das jetzt, weil es bei mir gewackelt hat. Okay, schließ dein Becken. Bring dieses linke Knie hinter dein rechtes Knie. Und setz das rechte Knie an der Außenseite von deinem rechten Fuß ab. Wir kommen wieder zu dem Drehsitz. Dreh dich jetzt nach rechts. Das ist eine Vierteldrehung an die lange Mattenkante. Streck das linke Bein aus. Die Ferse schiebt nach vorne. Und hier auch wieder. Ihr könnt gerne Fäuste machen. Ich weiß nicht, bei diesen Kaktusarmen mache ich gerne Fäuste. Wer die Hand auf hat, ist genau das Gleiche, ist genauso gut. Und dann atme aus nach rechts und ein nach links. Aus, ein. Lass das hier aus dem Brustkorb rauskommen, nicht aus dem Schwung, aus dem Momentum, sondern wirklich aus dem Brustkorb. Ja. Aus, ein. Die Schulterblattspitzen ziehen wieder zur Wirbelsäule. Und dann Achtung, dreh dich nach links, bring beide Hände zurück auf die Matte, leg den Block zur Seite, wenn du nicht mehr brauchst, klapp das linke Bein ein und komm in diese Standing Split Variante. Schau, dass die Hände nicht zu weit weg sind, ja. Es gibt immer die Variante, hier auch auf die Blöcke zu kommen. Ja? Und es spricht auch nichts dagegen, wenn ihr hier die 2 Blöcke habt und das hier macht, ja, von hier aus auf die Zehenspitzen zu kommen. Ja? Das hier würde auch noch gehen. Höher würde ich nicht gehen, vor allen Dingen, wenn deine Blöcke kleiner sind. Ja? Ich habe sehr große Blöcke. Es spricht auch nichts dagegen, von hier aus einen kleinen Hopser zu machen. Ja? Es ist ein bisschen anders, weil der Schwerpunkt jetzt höher ist, aber es ist genauso effektiv. Und es macht auch tatsächlich Spaß. Dann bring den linken Fuß zum rechten, leg beide Blöcke griffbereit zur Seite, bring beide Füße mattenweit auseinander, lass die Fersen so ein bisschen nach innen zeigen und dann setz die Hände weit nach vorne auf
und lehn dich mal nach hinten in dein Becken hinein. Der Kopf hängt, ja, und du schiebst dir zwischen die Schulterblätter deinen Atem. Das ist nicht so ein Rundmachen wie ein Katze-Kuh, sondern wirklich nur zwischen die Schulterblätter mal ganz aufmachen und wieder einsinken. Nochmal aufmachen und einsinken, bevor du die Füße zusammenbringst, auf die Zehenspitzen kommst und dich absetzt. Und ganz absetzt. Leg dich wieder auf deinen Rücken und ich sehe, ich bin die ganze Zeit ziemlich verzauselt hier. Ihr dürft euch auf den Rücken legen. Nehmt alles aus den Haaren, was ihr nicht mehr braucht. Und bring die Füße mattenweit auseinander und lass sie mal so ein bisschen nach rechts und links schaukeln. Es tut immer ganz gut. Und lass das linke Bein aufgestellt. Du findest wieder deinen Triple S. Heb das rechte Bein an und bring dein Sprunggelenk auf den linken Oberschenkel. Das Sprunggelenk hier zwischen Knöchel und Ferse hat eine schöne Kuhle und die passt perfekt direkt hinter die Kniescheibe, oberhalb von der Kniescheibe drauf. Wir kommen in eine Figure 4 oder in eine liegende Taube, ein bisschen anders. Wichtig ist hier auch wieder, dass das Becken neutral bleibt zur Wirbelsäule. Das Triple S, das Tadasana, das berühmte Tadasana, was wir immer finden sollen in allen unseren Asanas. Es ist nicht wichtig, überhaupt nicht wichtig, wie weit dieses Bein nach außen kommt. Weil ihr merkt, wenn ihr das nach außen drückt, dass die Drehung aus der Wirbelsäule kommt. Behaltet das stabil. Behaltet auch hier noch euren Diamanten. Und es ist vom Gefühl her, als ob dieser Oberschenkel rauszieht aus dem Hüftgelenk. Das Knie geht zur Decke. Im zweiten Schritt könnt ihr dann dieses Bein anheben. Behaltet hier aber die Neutralität im Becken und in der Wirbelsäule. Ihr könnt auch dann die Hände an die Rückseite des Oberschenkels nehmen und das Bein hängen lassen. Ich persönlich mag es, wenn es aktiv ist, weil noch ist nicht Shavasana. Und wenn ihr merkt, dass ihr hier so ein bisschen nach rechts fallt, ja, kommt zurück auf die linke Po-Hälfte, finde dein Triple S und dann mit der Ausatmung kannst du den rechten Ellenbogen an die Innenseite vom rechten Oberschenkel bringen. Kannst du dieses Bein freundlich, sei freundlich und nett mit dir, zu dir ranziehen. Ja. Und bevor jetzt dann Instagram gleich nach 60 Minuten ausgeht, ihr könnt natürlich hier so lange bleiben, wie ihr wollt. Wechsel die Seite, stell das rechte Bein auf und bring das linke Sprunggelenk auf das rechte Bein. Lass diesen linken Fuß aktiv, damit das Knie ein bisschen geschützt bleibt. Auch hier beckenneutral und dann heb dieses Bein an. Greif wieder durch und wähl die gleiche Variante, die du auf der rechten Seite genommen hast. Und dann bleib hier beckenneutral. Wenn du merkst, dass du hier nach links fällst, komm wieder zurück. Und es ist der Oberschenkel, der zur Decke schiebt. Und von hier aus der Ellenbogen an die Innenseite vom Oberschenkel. Der linke Fuß aktiv und dann zieh es sanft zu dir hin. Es ist nicht wichtig, wie weit du kommst. Es ist wichtig, dass hier die Integrität des Beckens und der Wirbelsäule erhalten bleibt, damit hier überhaupt was passieren kann. Ja? Es bringt nichts, wenn du hier im Rücken es bringt deinen Hüftgelenken nichts, wenn du hier im Rücken drehst und denkst, du hast morgens den Hüftöffner, sondern wirklich da zu arbeiten, wo dein Körper das heute braucht. Ja? Und dann setzt den Fuß ab und den anderen. Ihr könnt jetzt direkt ins Shavasana kommen. Wer möchte, kann selbstverständlich noch die Knie hier reinziehen und ein paar kleine Kreise machen. Und dich dann im Shavasana einfinden. Dazu könnt ihr beide Füße aufgestellt lassen, die Hände rechts und links neben dem Becken mit den Handflächen nach vorne. Schließ deine Augen, lass die Knie zusammenfallen oder aber du streckst beide Beine aus. Ich persönlich mag es auch immer, wenn man die Blöcke unter die Waden legt, ja? Oder wenn du eine Decke hast oder ein Bolster. Du kannst dich natürlich auch zudecken und dann atme mal tief ein durch die Nase. Und mit geöffnetem Mund wieder aus. Bleib in deinem Shavasana für circa 5 bis 8 Minuten. Ja. Nimm alles auf, was dir diese Praxis gegeben hat, was du gehört hast, was du empfunden hast, was du erfahren hast, was du getan hast. Beobachte für dich selbst, wie du angefangen hast heute mit deiner Praxis und wie du jetzt aufgehört hast und dir die verdiente Ruhe gönnst. Und nach diesen 5 bis 8 Minuten
Shavasana. Fängst du langsam an, deinen Atem wieder etwas bewusster wahrzunehmen. Fängst an, deine Finger und deine Zehen zu bewegen. Und so wie dein Atem tiefer und bewusster wird, werden deine Bewegungen größer und größer. Du fängst an, deine Handgelenke zu kreisen, deine Füße, dich vielleicht sogar zu räkeln und zu strecken und dich ganz lang zu machen. Und mit deiner Ausatmung, mit dem Gähnen, drehst du dich auf deine rechte Seite. Machst dich hier noch einmal ganz klein und genießt den Moment des Ankommens an dein Hier und Jetzt. Und du kannst hier liegen bleiben. Oder aber dich mit geschlossenen Augen zu einem aufrechten und bequemen Sitz einfinden. Und du kannst die Hände in den Schoß legen oder vor dein Herz in Anjali Mudra bringen. Das überlasse ich ganz dir. Und du bedankst dich bei deinem inneren Lehrer, deinem treuen Weggefährten, mit deinem dankbarsten Lächeln, dem treuen Freund, der dir zur Seite steht, der dich anfeuert, der dich ermutigt und dir die helfende Hand reicht, solltest du einmal gestolpert oder gefallen sein. Und ein Stückchen weiter nach oben, da schenkst du dir dein schönstes und sonnigstes Lächeln. Als Dankeschön für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Für das Ächzen, für das Stöhnen, für das dich zurücknehmen, für das Pause einlegen und für das wieder einsteigen. Und ich möchte mich bei dir bedanken von ganzem Herzen für die Zeit, die du mir heute geschenkt hast. Für dein offenes Ohr, dein offenes Herz und vor allen Dingen das Vertrauen, dass du an meine Hände, an meine Worte und an meine virtuellen Füße gelegt hast. Also sie sind schon echt. Ich wünsche dir einen tollen Montag, einen schönen Beginn in diese Woche. Vergesst eure Masken nicht, wenn ihr einkaufen geht. Bis zum nächsten Mal. Namaste.